Moin Freunde, es ist immer noch der gleiche Tag wie im letzten Vlog. Ich bin heute Morgen Halbmarathon gelaufen, ohne Training. Gleich geht es zum U20 WM-Finale. Gegen 5 gehe ich da glaube ich hin, um 6 fängt das Spiel an. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Ganz liebe Grüße an Giesche, mit dem ich immer zur Gymnasia gehe. Der hat mir nämlich die Karten geschenkt. Richtiger Ehrenmann. Ich habe auf jeden Fall nicht mal einen Favoriten. Oder ich habe keine Präferenz, wer gewinnt, weil ich nur die Argentinien-Spiele geguckt habe und gar nicht weiß, wie die anderen zocken. Ich bin jetzt am Stadion und man hört schon Fangesänge und so. Geil. Ist auch richtig schön gerade mit dem Sonnenuntergang. Das ist das Estadio Único Diego Armando Maradona. Oh, da geht's ab. Ich bin mal gespannt, Alter, es ist so kalt. Ich glaube, wir haben 4 Grad, 5 Grad. Zum Glück noch meine Capufanda eingepackt, die ich in Bahia Blanca gekauft habe, und Handschuhe. Es ist geisteskrank. Yellow card for the player.
Rosa, el jugador número 5 de Uruguay, Fabricio Díaz. Das war mal ein richtig geiles Finale, Alter. Das war übel spannend. Uruguay hat die ganze Zeit dominiert. Italien hat die ganze Zeit Zeitspiel gemacht, das ganze Spiel über. Ich habe mal mitgezählt, der Torwart von denen hat einfach einmal 30 Sekunden gebraucht. Also er hat den Ball in der Hand gehabt und ab da habe ich gezählt. Und er hatte 30 Sekunden lang nicht den Abschluss ausgeführt. Ohne jetzt irgendwie Verletzung oder sonst was. Einfach so. Das hat er die ganze Zeit gemacht und alle haben deswegen halt immer gepfiffen. Und Alter, da waren gefühlt nur Uruguay. Also da war, ja, es war wie ein Heimspiel für die, weil ja, ist ja hier einmal über den Fluss rüber und dann sind die alle hier, ne? Das ist schon richtig krass. Also ja, war ein sehr geiles Spiel. Ich habe das Tor sogar drauf, richtig geil. Ich bin voll spät gekommen, so zum Anpfiff quasi war ich hier. Und deswegen habe ich nur ganz hinten Platz bekommen. Aber da ich ja groß bin, habe ich Glück und sehe dann trotzdem was. Aber die haben sich halt alle unten hingesetzt. Und deswegen kommt man nicht näher ran. Aber das war eigentlich ein ganz guter Platz. So, jetzt versuche ich hier einen Bus zu bekommen. Mal gucken, ob das was wird. Der Polizist meinte gerade zu mir, als ich ihn nach der Bushaltestelle gefragt habe, ob hier alles gesperrt ist oder ob der Bus hier lang fährt. Meinte, ich soll aufpassen. Und man sagt auch hier außerhalb vom Quadrat, weil das die Innenstadt ja quasi so ein Quadrat ist. Und draußen herum soll man vorsichtig sein. Also eigentlich soll man da lieber nicht raus. Aber das Stadion ist halt hier genau an der Grenze. Und ich gehe gerade zur anderen Seite zum Bus. Aber hier fahren alle 2 Minuten fährt hier ein Polizeiauto lang. Und hier ist auch noch voll hell und so. Also ich glaube, hier passiert nichts. Besser ist es. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe gerade eine Stunde an der Bushaltestelle gewartet, habe aber eine nette Frau mit ihrem Sohn kennengelernt, die aus Mar del Plata kommen, in Buenos Aires das Wochenende verbracht haben und das Spiel geguckt haben. War sehr cool mit denen und ja, mit denen bin ich dann im Cabify zurückgefahren. Jetzt ist der Tag vorbei. Es war ein crazy Tag. Heute Morgen Halbmarathon gelaufen, ohne Training. Und heute dann abends das Spiel geguckt. Das U20 Weltmeisterschaftsfinale zwischen Uruguay und Italien. Und Uruguay hat einfach viel besser gespielt. Das muss man auch einfach sagen. Die haben schon sehr gut gespielt. Und Italien hat eigentlich nur gemauert und Zeitspiel gemacht die ganze Zeit. Deswegen bin ich sehr froh, dass Uruguay gewonnen hat. Und das ganze Stadion war auch
war auch mit aufgrund der geografischen Nähe natürlich auch mit Uruguayern voll. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer ein Like da, ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Schau dir, ja, du hast mich outplayed. Bist so high, frag, wann komm ich wieder down, ey. Ja, bist du mein Kopf und mein Phone, ey. Caught up in my Philips, ich komm nicht mehr raus, ey.